So, weiter geht's. Ich begrüße euch am 7. Dezember. Und wir kriegen hier nochmal die Erklärung. Mark fuhr die Routen der Fischer und Schmuggler auf der Abbildung mit dem Finger nach. Von Insel zu Insel tatsächlich entstanden dabei Zahlen eine 4 und eine 0. Kennen wir schon. Aufgeregt fischte er die Karte aus dem Rucksack und spürte ein kribbelndes Gefühl des Triumphs, als er eine kleine 40 neben dem Wasserfall entdeckte. Mit einigen Schritten machte er sich auf den Weg in Richtung Süden. Sein Ziel schien nicht weit zu sein, aber vielleicht konnte er die anderen beiden noch einholen. Hier denke ich wieder, warum haben die hier keinen Punkt gemacht? Also was haben die denn bloß mit ihren blöden verschachtelten Sätzen dieser? Also die können doch Geschichten schreiben, offensichtlich. Können sie im Gegensatz zu Riva und Ravensburger, können sie Geschichten schreiben? Warum dann diese Schachtelsätze? Weiß ich nicht. Hätte, glaube ich, nichts gekostet, aus diesem Komma einen Punkt zu machen und das S groß zu schreiben. Nach weniger als 15 Minuten hörte er bereits in der Ferne das Rauschen des Wasserfalls. Mark war schweißgebadet, als er ankam. Er konnte nicht anders, als kurz innezuhalten und die Schönheit der Natur zu bestaunen. Das Wasser ergoss sich massig und kraftvoll über einen breiten, grauen Fluss, nur um unten zwischen den Steinen in unzähligen, winzigen Tröpfchen zu zerstäuben, die in der Luft tanzten. Als er die Umgebung genau untersuchte, entdeckte er hinter ein paar Ranken versteckt etwas, das die Harmonie der Landschaft störte. Eine graue, stählerne Tür mit einem elektrischen Panel daneben. Er trat näher heran und sah, dass es sich bei dem Panel um einen Augenscanner zu handeln schien. Vorsichtig brachte er sein Gesicht näher heran, unwissend, was er eigentlich erwartete. Ein roter Lichtstrahl streifte zuerst seine braune, dann seine blaue Iris, bevor ein kurzes Piepen erklang und die Stahltür aufschwang. Sein Großvater hatte offenbar gewollt, dass er hier eindrang. Aus dem Inneren konnte er bereits Sophies und Torbens Stimmen vernehmen, die in eine wilde Diskussion verstrickt zu sein schienen. Mark trat ein und spürte den kühlen Luftzug aus der Klimaanlage auf seiner Haut. Das hier war ein versteckter Bunker. Ausgestattet mit einer Mischung aus Beton und modernster Technik. Er folgte dem Flur und sah schließlich durch einen Türspalt einen runden Raum, in dem auch die beiden anderen standen und sich mit Anschuldigungen bombardierten. In der Mitte thronte ein einziger großer Schreibtisch, davor jede Menge PC-Bildschirme, auf einigen konnte man Aufnahmen der Insel ausmachen. Wieder, was soll dieses Komma hier? Stattdessen hätte ich gesagt, in der Mitte thronte ein einziger großer Schreibtisch, davor jede Menge PC-Bildschirme, Punkt. Auf einigen davon konnte man Aufnahmen der Insel ausmachen oder so. Naja. Hatte Tiberius Tuscher sie von hier aus beobachtet? Mark konnte nun verstehen, was in dem Raum gesprochen wurde. Er verharrte in der Tür und hörte neugierig zu. Sorry, aber diese Komma da machen mich wahnsinnig. Wie soll der denn begründet sein, dein Anspruch? Denkst du vielleicht, du bist etwas Besseres? Nur weil dein Vater dir alle Türen öffnet? Sagte Sophie bissig. Das fragte, aber gut. Auch nach dem Marsch durch den Dschungel sah sie noch immer frisch aus, während Torben trotz seiner Muskeln offenbar genauso ins Schwitzen geraten war wie Mark. Ich muss dazu sagen, ich bin gerade dabei, meine Leseproben für die nächste Agentureinsendung zu korrigieren und bin halt wahrscheinlich gerade mitten im Korrekturflash. Also sorry für diejenigen, die es nervt. Torben hatte ein verächtliches Grinsen aufgesetzt. Ach komm schon, als ob deine Weste so rein wäre, wie du immer tust. Die clevere Start-up-Gründerin. Ich habe mich ja schon häufiger gefragt, wie du es geschafft hast, dein kleines Geheimnis unter den Teppich zu kehren. Oh oh. Sophies Blick wurde finster. Der Wegweiser mit den Steinen, das warst du, der ihn zerstört hat, oder? Dachtest wohl, so würden wir ewig durch die Nacht wandern und am besten noch in ein Loch stürzen und uns die Knochen brechen. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, liebe Cousine. Und jetzt störe mich nicht weiter, ich habe ein Vermächtnis anzutreten. Was für ein Idiot. Amaya? Ist dir langweilig? So. Läuft die hier durch mein Bücherregal und spielt mit den Lego-Figuren. Wo war ich denn? Ach, was für eine Aufnahme. In diesem Augenblick sah Sophie zur Tür und entdeckte Mark. Sie schien kurz überrascht, hatte sich aber schnell wieder gefangen. Schön, dass du es auch hierher geschafft hast, sagte sie. Ich habe den Bunker ebenfalls erst vor 5 Minuten erreicht. Torben sogar erst vor 1 Minute. Leider sind wir bisher aber noch nicht wirklich weitergekommen. Kein Hinweis, nichts. Wir haben noch nichts angefasst, aber ich denke, wir sollten als erstes den Schreibtisch untersuchen. Das hier scheint Tiberius Arbeitszimmer gewesen zu sein. Vielleicht hat er die nächste Nachricht an uns irgendwo in den Unterlagen versteckt. Mark verkniff sich einen Kommentar. Er ärgerte sich, dass die beiden ohne ihn losgegangen waren und Sophie jetzt so tat, als wäre nichts passiert. Ja, warum sollten sie auf ihn warten? Es geht hier um sein Vermächtnis. Wer der Klügere ist, der kriegt's. Also.
Kollegialität hin oder her, aber das sollte ja nun der Blödeste kapieren, dass es hier darum nicht geht, gemeinsam ein Rätsel zu lösen. Wobei, am Ende wären sie wahrscheinlich alle Freunde. Er musterte den Raum genau und plötzlich beschien ihn ein ungutes Gefühl, das ihm die Nackenhärchen aufstellte. Er wandte sich an Sophie. Ich befürchte, hier stimmt etwas nicht. Wo hat Mark etwas Auffälliges entdeckt? Unter dem Tisch, auf dem Tisch oder auf den Monitoren? Ich kann nur so viel sagen, keins dieser Dinger kommt mir bekannt vor. Und hier ist ein Hinweis, ich weiß es auch schon. Und hier steht umgekehrt, was hat Cecile über Tiberius erzählt? Und sie hat erzählt, dass er keine Flecken mag. Also die Kaffeetasse. Das Problem ist bloß, kein Bild zeigt die Kaffeetasse. Achso, unter dem Tisch, auf dem Tisch, auf den Monitoren. Also auf den Tisch war. Wobei ich sagen muss, dass das hier mich auch irritiert. Weil was soll das sein? Aber es muss wohl die Kaffeetasse sein. Also auf dem Tisch, es wäre die 2. Wir müssen das hier finden. Was auch immer das sein soll. Wir blättern mal. So, hier ist nur noch das frei. Also können wir uns nach rechts bewegen. No. No, no, no. Ich hab gar nichts davon entdeckt. So, Spinne, Katakomben, Buffer, Krokodil, Mantis. Aber das sind ja auch nicht die. Ne, sonst nicht. Das ist es nicht. So. Dieses komische Ding suchen wir. Aber was ist das denn? Oh, das ist doch das Ding mit dem Monitor. Das hier! Ernsthaft? Das hier ist das. Beziehungsweise, wir suchen ja dieses Bild eigentlich, und das ist, glaube ich, hier gut zu entdecken. Also ich finde, da hätten sie wenigstens eins der anderen nehmen können. Also das ist auf jeden Fall diese Halterung, und das hier ist das hier. Mann, 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 da haben sie ja sich auf jeden Fall mit Ruhm bekleckert. Gut. Die Story ist trotzdem gut, ne? Aber ich meckere ein wenig an der Umsetzung. Nicht immer an den Rätseln. Ich glaube, wie gesagt, da fehlt mir einfach ein Schaltkreis. Aber wobei, ich habe das zweite Rätsel hintereinander gelöst. War jetzt auch nicht schwer. Die anderen waren auch nicht schwer. Aber naja. Vielleicht habe ich mich jetzt auch einfach eingestellt auf die Art von Kalender. Aber das hier war, naja. So, wir müssen eine 8 drin stehen. Das haben wir schon mal geschafft. Ich bin äußerst gespannt, was ihr von dem Kalender haltet. Auch, das hätte ich vielleicht in der ersten Folge schon fragen müssen, dann ist die Resonanz größer. Hat jemand von euch schon mal einen Kalender von Ars Edition gespielt? Ich weiß, diese Escape-Thriller-Bücher, die gibt es schon seit ein paar Jahren. Ich habe da auch schon mal einen verschenkt. Habe da aber auch nie eine Antwort bekommen, tatsächlich. Ich weiß es also nicht. Falls sich mal jemand fragt, warum ich hier so rotes Zeug habe, ich glaube, oh, das ist massiv. Ich habe, die Hasis haben heute rote Beete bekommen. Und ich habe mir offensichtlich die Hände nicht überall gewaschen.
Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.